Da verteilte die Schlaghand bei Parada und diesen ewigen und gleichmäßigen Abfall immer über die Runden ging. Aber die Grau. Programm hat. Ein Tempo, eine ganz andere Preisklasse. Gegen diesen Mann, der im Norden Argentiniens wohnt und von Parada deutlich bestrafen wird. Geben, was ich bezweifle, wenn ich diese Aufwärtshaken hier sehe, von Arthur Abraham eine Hand sozusagen dazwischen zu schieben. Führhand und in der Schlaghand mit beiden Händen mit richtig Strom, trifft jetzt immer wieder und immer hart. Natürlich in diesen Aktionen, wenn er es erzwingen will, von Parada unangenehm zusammenzustoßen, deswegen muss er hier aufpassen. Und Sie sehen es an diesen harten Entschlossenen. Sie sehen es an dem Ausschütteln, du verkrampfst natürlich. Deswegen noch immer wieder kurze, trockene, klare Hände. Weil aus dieser Sicherheit heraus jetzt natürlich auch den eindrucksvollen Erfolg haben will. Parada ist selbst nicht in der Lage. Noch mehr Probleme, steht aber weiter. Und schlägt jetzt selber eine gute Linke zurück. Gute Aktion von Parada. Aber dann der rechte Kopfhaken, schwer und hart von Arthur Aber. Deutliche Aktion wieder. Jetzt hatte Parada Glück, dass er da noch ein Stückchen in der Rückwärtsbewegung war bei diesem Aufwärtshaken. Stopp. Aber diese Serie von schweren Körpertreffern haben, glaube ich, jetzt bei Parada auch so ein bisschen den unbändigen Kampfwillen weichen lassen. Der Kampf ist in der entscheidenden Phase. Er wieder seine Pausen brauchte für seine hart geschlagenen Serien. So scheint jetzt der ganz große Kampfeswille bei Parada gebrochen. Immer deutlich über der 65-70% Marke, wenn Arthur Abraham antritt und boxt. Denn auch Sie wissen, es ist nur noch ein Kampf, vielleicht zwei, bis zum ganz großen. Bis zur Welttitelchance, und die hat er verdient.